Gestern waren wir die kurze Strecke vom Raftsund auf die Westeråland-Insel Langøya gefahren und fanden dort einen tollen Campingplatz. In diesem Teil erkundeten wir diese schöne Insel und hatten gleich zu Beginn die erste tierische Begegnung. Spontan haben wir uns für ein kurzes Abenteuer der besonderen Art entschlossen und hatten dabei zauberhafte Momente. Dabei erfüllten wir uns noch einen offenen Wunsch. Neugierig? Dann bleibt dran! Die größte Insel der Westerålen, Langøya, hat viele Gesichter. Zunächst wollten wir den südwestlichen Teil erkunden. Die junge Frau, die den Campingplatz verwaltet, gab uns einen Hinweis, wo sie sehr häufig Elche gesichtet hatte. Also machten wir uns auf zu besagter Gegend. Nur wenige Kilometer vom Camp entfernt hatten wir bereits eine Elchsichtung. Ein ganz junger Elchhirsch graste friedlich an einem Feldweg und ließ sich von uns nicht stören. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. Kurz darauf erreichten wir das empfohlene Areal. Wir befuhren die Strecke hin und wieder zurück, setzten sogar unsere fliegende Kamera ein. Und dabei konnten wir eine tolle Landschaft bewundern. Aber Elche sichteten wir dort nicht. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Wir hatten ja bereits Glück und setzten unsere Inselerkundung fort. Und nur ein paar Kilometer weiter konnten wir ein Pärchen dieser wunderbaren Paarhufe neben der Straße entdecken. Fahrende Autos macht denen offenbar nichts aus. Bleibt man aber stehen und zielt mit der Kamera in ihre Richtung, werden sie verunsichert und suchen das Weite. Mit 400 mm Brennweite, nach schräg hinten aus dem Autofenster gelehnt, ist das auch nicht so eine optimale Voraussetzung für gute Filme oder Bilder. Und dann nervt noch der Autofokus. Mancher von euch kennt das ja vielleicht. Das Wetter zeigte sich mittlerweile auch von der freundlichen Seite. Alles wirkt mit ein wenig Licht viel harmonischer. Das ist zwar keine neue Erkenntnis, beschreibt aber unsere Gemütsverfassung, die immer wieder mit weniger freundlichen Bedingungen klarkommen musste. Im Süden, bei Bø, hatten wir einen guten Blick auf die Lofotenwand von Norden her. Und bei einem kurzen Spaziergang machten wir eine interessante Entdeckung. Eine Wetterschutzhütte mit offenem Kamin und einer fantastischen Sicht. Hier könnte man es bestimmt gut aushalten, entsprechenden Proviant vorausgesetzt.
Am frühen Nachmittag fuhren wir zum Platz zurück und ruhten uns ein paar Stunden aus. Gegen Abend, dieser Begriff wurde hier relativ unwichtig, da es immer hell war, starteten wir eine weitere Erkundungstour. Es ging jetzt Richtung Nordwesten. Die kleinen Örtchen Nykvok und Hoften wirkten idyllisch und verbargen gekonnt, wie hart das Leben dort in den Wintermonaten sein kann. Die Ruinen in Hoften erzählten wortlos vom Wandel der Zeit in dieser rauen Gegend. Es gibt dort eine Kunstinstallation von dem norwegischen Künstler Harald Oredam mit einer Basaltsäule aus Island sowie vom Golfstrom angeschwemmten Treibhölzer und Schwimmkörper aus den Fischernetzen. Zumindest haben wir das so verstanden. Während der Rückfahrt
konnten wir eine Steinlawine im Steinbruch Kopworgen beobachten, die aber von einem Bagger ausgelöst wurde. Es wurde freitagabends noch gearbeitet. Wir waren gerade mit dem Abendessen fertig, als die Campingplatzbetreiberin mit ihrem Auto zu uns kam und uns einlud, spontan mit ihr zu kommen. Sie war bereits auf ihrem Heimweg, als sie nicht weit vom Platz einen Elch sichtete. Sie kehrte um, nur um uns diesen Burschen zu zeigen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Wir waren sehr berührt von dieser netten Geste und von diesen intensiven Momenten. Okay. Wir hatten einen Termin, deshalb verließen wir diesen schönen Ort am Fjord. Aber vorher kam unsere fliegende Kamera noch zum Einsatz. Thank you.
Nächste Halt, Stock Magnus. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Wir wollten am Eidsfjord entlangfahren, um auch diesen Teil der Insel Langøya zu sehen. Bei Fröskeland bogen wir auf die FV 7636 nach rechts ab. Das Wetter war gut und die Gegend sehr sehenswert. Allerdings waren die engen Straßen in einem für unser Gespann sehr schlechten Zustand, sodass wir bereits nach wenigen Kilometern mit teilweise Schrittgeschwindigkeit auf die FV 7682 Richtung Sortland abbogen. Das ging viel entspannter und wir hatten sogar einen schönen Blick auf die Sortlandbrücke aus einer ganz ungewohnten Perspektive. We'll be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Ab Sortland folgten wir der bekannten 82 am Hatzelfjord entlang. Die Schneeberge auf der Hinøya boten eine prächtige Kulisse im Hintergrund. Die Hatzelbrücke mit ihrer geschwungenen Form beeindruckte uns auch dieses Mal. In Stock Magnus, da noch sehr vertraut, fanden wir den Weg zum Campingplatz direkt. Wir wählten wieder den alten Platz im Wald und hofften auf eine erneute Elchsichtung. Dieses Mal wurden wir allerdings enttäuscht. Es grasten nur Schafe in der Nähe und auf dem Platz. Außer drei Radreisenden mit Zelt waren wir die einzigen Gäste auf diesem doch recht einfachen, aber immerhin sehr ruhigen Platz. Nachmittags besuchten wir nochmal zu Fuß das Zentrum und kauften ein paar Lebensmittel ein. Und wieder folgte auf freundliches Wetter eine Änderung zum Unbeständigen. Das war für unser Vorhaben am Nachmittag leider nicht unbedingt so prickelnd. Laut Wetterbericht sollte sich das Wetter zum Abend hin aber wieder deutlich bessern. Wir nutzten den Vormittag für eine Rundfahrt um die Insel Hatzelöya. Von der westlichen Seite der Insel erhielten wir hier wieder einen guten Blick auf die Lofoten vom Atlantik her. Ein Landwirt mit Güllepumpe bremste unsere Tour etwas aus. Da wir nicht vorbeifahren konnten, warteten wir in geruchsarmem Abstand auf das Ende seiner Aktion. Für landwirtschaftliche Nutzung bleibt auf der Insel nur ein schmaler Gürtel zwischen Berg und Meer.
Melbu fuhren wir wieder auf bekannten Wegen Richtung Campingplatz. Auf den geplanten Ausflug freuten wir uns schon sehr. Vor 3 Tagen, also bereits am Ankunftstag im Fjordcamp, buchten wir spontan eine kurze Seereise mit den Hurtigruten von Stokmarknes nach Svolvær und wieder zurück. Da mittlerweile die Postschiffe nicht mehr täglich fahren, musste ein passendes Datum gefunden werden, an dem ein Schiff uns auch wieder zurückbringt. Und an diesem Tag passte alles zusammen und wir waren da. An dieser Stelle grüßen wir Cornelia Fenkel vom gleichnamigen Kanal ganz herzlich. Denn bei euch hatten wir zum ersten Mal diese Möglichkeit gesehen und waren als Fans der Hurtigruten sofort davon begeistert. Mit Spannung erwarteten wir die Ankunft der Nord-Norge, die uns nach Svolvær bringen sollte. Dieser Streckenabschnitt blieb uns ja bei unserer Winterreise mit dem Postschiff wegen des Extremwetters versagt. So sollten wir den Raftsund und die Lofoten nochmals während dieser Reise erleben. Das haben wir uns gegönnt. Einmal hin und her. Da sich bei der Buchung vor 3 Tagen der Wetterwechsel noch nicht darstellte, waren wir jetzt sehr skeptisch, ob das Ganze eine gute Idee sein würde. Und tatsächlich erreichte uns die Wetterfront auf der Anfahrt in den Raftsund. Aufnahmen mit der Kamera waren somit sehr schwierig. Und auch die Einfahrt in den Trollfjord wurde wegen des Wetters abgesagt. So ein Mist! Aber wir hatten ja noch die Rückfahrt. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Kurz vor der Einfahrt nach Svolvær brach die Sonne durch, als ob nichts gewesen wäre. Meine Damen und Herren, MS Uno geläutet. Svolvær an, hier bleiben wir bis um 20 Uhr. Sind wir wieder. Aller guten Dinge sind 3. Wir sind ein drittes Mal hier in Svolvær. Diesmal sind wir mit einer Kurzetappe mit den Hurtigruten mit der Nord-Norge hierher gekommen, von Stokmarknes aus. Und heute Abend geht es zurück zum
Campingplatz nach Stockmagnus. Wir freuen uns. Ja, das war jetzt eine Möglichkeit, nochmal ein Hurtigruten-Erlebnis zu erleben. Einmal durch den Raftsund. Wetterbedingt hat es wieder nicht geklappt, in den Trollfjord einzufahren. Aber wir haben noch eine gute Hoffnung, dass es vielleicht bei der Rückfahrt nachher funktioniert. Und jetzt schauen wir uns nochmal Svolvær an und werden ein paar Ecken erkunden, die wir bei den letzten Besuchen noch nicht gesehen hatten. Ja, so machen wir das. Wir hatten jetzt zwei schöne Stunden in Svolvær. Wir haben jetzt wieder das typische Motiv. Wir stehen in Svolvær am Hafen hinter unserem Hurtigrutenschiff. Und diesmal ist es die Nordlys. Mit der fahren wir zurück nach Stockmagnus und wir freuen uns schon sehr auf dieses Wiedersehen. Nicht nur auf ein Wiedersehen, sondern auf ein Wiedererleben. Wiedererleben. Auf dem Schiff. Und jetzt freuten wir uns auf eine schöne Fahrt auf der Nordlys durch den Raftsund bei gutem Wetter und die Einfahrt in den legendären Trollfjord. Wir waren sehr froh, dass wir uns für diesen Ausflug entschieden hatten. Ein fehlendes Puzzlestück unserer Postschiffreise im vergangenen Jahr wurde damit auch in das Gesamtbild eingefügt. Mit den folgenden Impressionen lassen wir den vierten Teil unseres Nordland-Abenteuers ausklingen.